Deutschland steigt ab und deindustrialisiert sich. Die Amerikaner profitieren davon und reindustrialisiert sich. So könnte man vielleicht mal ein bisschen plakativ die Dinge auf den Punkt bringen. Aber eins ist auffällig, in Deutschland geht es vor allem mit der Industrie steil, steil bergab, während unglaublich viele Investitionen in die USA fließen. Warum? Durch den Inflation Reduction Act wird sehr, sehr viel Kapital angezogen einerseits, und in der Eurozone und speziell in Deutschland sind die Energiekosten so hoch, dass sich die Firmen sagen, naja, guckst du, in den USA kriege ich fette Subventionen, habe günstige Energiekosten, in Deutschland habe ich viel Bürokratie, extrem hohe Energiekosten, habe Auflagen durch unsere glorreiche Regierung, die gerne Dinge verbietet oder sagt, so und so muss das sein. Also das ist die Folge letztendlich auch einer Politik, die auch von der EU vor allem natürlich maßgeblich vorangetrieben wird. Und was sehen wir? Wir sehen, dass die Konjunkturdaten aus der Eurozone und speziell aus Deutschland immer schlechter werden, während wir überraschend gute Daten aus den USA sehen. Das ist sicherlich kein Zufall, sondern die Folge einer Politik, die eigentlich ja Trump angestoßen hat, nämlich zu sagen, wir wollen reindustrialisieren. Unser Problem ist der Untergang der Industrie. Eine treffende Analyse, aber Trump hat es nicht besonders geschickt gemacht, indem er allen vors Schienbein getreten hat. Biden macht das viel schlauer. Der ist sanft im Ton, aber knallhart in der Sache, und der gibt Anreize, sodass die deutschen Firmen mit Hurra in die USA gehen, weil sie sagen, naja, ich kann eben auch rechnen, und das Problem für Deutschland ist, dass die Industriejobs natürlich die bestbezahlten sind. Da ist richtig Marge in der Industrie in der Regel, und dementsprechend werden auch die Arbeiter dort sehr, sehr gut bezahlt. Gucken Sie mal, Volkswagen-Arbeiter, was die verdienen, das ist schon ziemlich saftig. Dementsprechend ist es ein Problem, wenn Deutschland sich deindustrialisiert und immer mehr in den Servicebereich geht, denn da sind in der Regel die schlecht bezahlten Jobs, zumindest weitgehend. Und die Folgen werden langfristig sein, auch was die Zinsen betrifft, was die Inflation betrifft, denn in den USA dürfte damit klar sein, Inflation wird, auch wenn sie temporär mal runtergeht, weiter dann nach oben gehen, und in der Eurozone und in Deutschland dürfte die Inflation deutlich sinken. Aber die EZB ist jetzt so hawkisch wie noch nie. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Schauen wir uns mal hier das an, was ich gestern schon kurz gezeigt hatte. Abstieg des Standorts Deutschland. 2022 flossen 132 Milliarden Dollar mehr Direktinvestitionen ab, als in Deutschland investiert wurden. Der stärkste Abfluss unter 46 Staaten. Und wo ging das Geld hin vorwiegend? Das kann man sich vorstellen, in die USA. Hier eine Analyse des Bundesministeriums der Finanzen. Da sagt man, ja, also das könnte ja auch gut sein, wenn die Amerikaner hier versuchen, hier grüne Technologie zu fördern. Das ist einer der Hauptzwecke letztendlich des Inflation Reduction Acts, der zwar Inflationsreduktions-Act heißt, aber natürlich mit der Reduktion von Inflation rein gar nichts zu tun hat. Im Gegenteil ist das der Fall. Man warnt hier dann davor, sozusagen vor einem Subventionswettbewerb. Aber wir sehen, wie schwach wir auf der Brust sind, indem wir für Intel, eigentlich ein Chiphersteller inzwischen aus der zweiten Reihe, so viele Milliarden auf den Tisch legen, nur damit sie sich hier ansiedeln. Das zeigt die Schwäche des Standorts Deutschland. Und hier sehen wir mal die Industriestrompreise in den letzten Jahren massiv nach oben gegangen. Wir sehen unten, Deutschland ist die einzige große Volkswirtschaft in der Eurozone, die noch nicht vor Corona-Niveau erreicht hat. Naja, das ist natürlich ein Wunder, wenn man letztendlich die Leute versucht, mit Dingen Gehirn zu waschen, statt irgendwie zu sagen, Leute, unser Sozialstaat hängt ja letztendlich auch an Jobs, und wenn wir uns sozusagen eine Wirtschaft mit Genderbeauftragten und Klimaklebern erlauben, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Dinge ein bisschen schwieriger werden. Anders in den USA, Bloomberg Economics Price Index, booms nach oben, grüßt so positiv ist seit 2021 nicht mehr. Kontrastieren wir das mal mit den Economics Price Index aus der Eurozone. Das ist diese Grafik, dieser Strich, der hier im freien Fall ist. Europa die schwächste derzeit der Volkswirtschaften, aller Volkswirtschaften in Relation zu Erwartungen. Und was wir hier sehen, das ist gestern passiert, vor allem am Hausmarkt, da sehen wir eine unglaubliche Belebung. Die Zahl
Die Verkäufe neuer Häuser in den USA massiv nach oben geschossen, allerdings die Preise abgeflacht. Aber wir sehen unten mal den Dow Jones Homebuilder Index. Der hat ein neues Allzeithoch erreicht. Das zeigte, dass die Zinspause der Fed sich sofort wieder in gestiegener Nachfrage auswirkt. Wir sehen, dass das Verbrauchervertrauen in den USA auf 17 Monats hoch ist. Auch diese Daten hatten wir gestern. Etja Deni sagt, die Permabären, die müssen ihre Rezessionsrufe mal hinten anstellen. Das werden wir sehen, denn die Dinge werden sich auch entwickeln in den USA, trotz dieser Investitionen. Aber wir haben vorhin gesehen, gestern ja ein sehr starke Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter auch in den USA. Heute haben wir hier in Deutschland den GfK Consumer Confidence Index bekommen, also Konsumentenvertrauen minus 25,4, schwächer als erwartet. Das hat sich zuletzt ein bisschen erholt, ist aber, wenn Sie das mal anschauen hier, nach wie vor meilenweit von den Niveaus entfernt, die wir vor Corona hatten. Das zeigt, dass die Deutschen sich nicht so richtig erholt haben von Corona, vor allem mental nicht. Und jetzt ist die Frage, wie das weitergeht. Die Amerikaner machen es ganz anders. Die sagen, okay, unser Interesse in diesem Systemwettkampf mit China ist, dass wir die wenigen Vorteile, die wir haben, die Skills, wo wir den Chinesen voraus sind, und das sind vor allem Chips, das wollen wir uns erhalten. Und so ein Bericht jetzt des Wall Street Journal, das sagt, es könnte eng werden mit dem Export von Chips. Zunächst mal Nvidia, ja, die Hype-Aktie schlechthin, ist ja nach Vorlage der Zahlen mal eben 26% gestiegen, weil man gesagt hat, wir werden im zweiten Quartal 11 Milliarden Umsatz machen, 11 Milliarden Dollar, erwartet 6 bis 7, haben alle gesagt, boah, KI schießt durch die Decke. Aber was ist da wahrscheinlich faktisch passiert? Schlichtweg das, dass eben ein paar Chinesen noch bestellt haben, und zwar massenhaft, weil sie genau das antizipiert haben. Hier Nvidia Sell-Off, die Aktie 3% nachbörslich, nachdem sie runtergekommen, nachdem sie gestern ja, glaube ich, 4% gestiegen ist zunächst mal. Und hier hat Nvidia ja zwei Chip-Bits, also hier zwei Chip-Typen, A100 und H100. H100 ist wohl der schnellste, der beste. Und jetzt hat man aufgrund der bisherigen Chip-Restriktionen der USA gegen China, hat man reagiert dann bei Nvidia und hat den sogenannten A800, das wollte ich hier erstmal zeigen, das gucken wir uns gleich an, hat den A800 entwickelt, der sozusagen so getimed ist, so getuned ist, dass er die Restriktionen der US-Regierung unterläuft. Aber jetzt mit diesem Bericht des Wall Street Journal soll wohl auch dieser A800-Chip, den Nvidia exportiert hat nach China, praktisch unter die Sanktionen fallen. Und für Nvidia wäre das ein Problem, wie für alle anderen Chipmaker eben auch. Wir sehen hier Qualcomm, Broadcom, Intel, AMD mit den höchsten Anteilen an China umsetzt. Nvidia immerhin gut ein Fünftel, 21%. Aber was ist da genau passiert? Die Chinesen haben schlichtweg massiv bestellt, weil sie eben genau das antizipieren, bald wird es eben schwierig mit den Chips, also bestellen wir jetzt, was wir können. Das hat der Markt dann wahrscheinlich missverstanden, indem er gesagt hat, ja, guckst du, die Nachfrage nach diesen Prozessoren ist wegen künstlicher Intelligenz so riesig, das ist ein exponentielles Wachstum, das in den Himmel geht, und wahrscheinlich ist das ein Sondereffekt gewesen, den wir dann bald in den Nvidia-Zahlen gesehen haben. Die Aktie jedenfalls nachbörslich 3% im Minus, und gestern, oder war es vorgestern, oder war es letzte Woche, es war glaube ich vorgestern, auf gestern, hat der chinesische Premierminister gewarnt, dass solche Economic Barriers lead to confrontation. Also er hat indirekt auch gesagt, das wird dann, wenn ihr weitermacht mit solchen Beschränkungen, wird das Gegenmaßnahmen gegen Micron, hat man ja schon ziemlich praktisch an den Pranger gestellt, und das Geschäft schwieriger macht, die Aktie seitdem auch unter Druck. Jetzt nochmal zurück zu diesen sehr guten Konjunkturdaten aus den USA. Eigentlich ziemlich seltsam, was an den Märkten passiert ist. Eigentlich ist das ja hawkisch. Wenn die Daten gut sind, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen anhebt. Auf der anderen Seite, die Aktien haben sich gesagt, oh, ist doch schick, wir haben gute Konjunkturdaten. Egal, was die Zinsen machen, wir sehen, dass die Bond-Renditen gestiegen sind, weil man sich sagt, naja, erhöht die Chance, dass die Zinsen länger hoch bleiben. Aber der Dollar ist nach unten gegangen. Macht irgendwie keinen Sinn. Der Dollar würde ja profitieren, wenn letztendlich die ganze Geschichte
hier in Sachen hohe Zinsen, noch höhere Zinsen weitergehen würde durch die Fed. Goldman Sachs merkt hier an, wir haben jetzt sehr, sehr viele Anfragen noch in Sachen Rebalancing, also das Ausbalancieren von Aktien und Anleihen, und da sagt man, das dürfte weitergehen. Aber hier sehen wir, das nur als Zwischenbemerkung, hier sehen wir mal kurz, hier wie die Zinserwartungen reagiert haben, bis Juli, bis September, bis Dezember und so weiter. Und man sieht hier, die Wahrscheinlichkeit weiter steigender Zinsen ist deutlich nach oben gegangen. Gleichzeitig ist der Dollarindex gefallen, macht nicht so richtig viel Sinn. Dass wir gestern diese starke Rallye an den Aktienmärkten gesehen haben, war vorwiegend, nicht nur, aber vorwiegend auch Call Buying. Zero DTE and all expirations hier. Spot Gamma, die wohl beste Optionsseite. Hier sehen wir, da wurde gekauft, 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 was das Zeug hält, vor allem Big Tech. Und wir sehen hier die meistgeschorteten Aktien, über 4% gestiegen gestern, einer der größten Anstiege der letzten Jahre. Und hier sehen wir es vor allem die 7, die vorgestern so richtig unter Druck waren, die haben gestern wieder aufholen können. Und hier rechts sehen wir mal den S&P 500, praktisch keine rote Kerze. Das ging permanent nur nach oben, vor allem durch diese Optionskäufe und mit der Folge, dass die Price-Earnings-Ratio, also das KGV, wenn man so will, und die 10-jährige Realzins, die 10-jährigen Realzinsen immer weiter auseinanderklaffen. Der Realzins, so sagt es Diego Fastnacht, kann verstanden werden als der Preis für das Geld. Das heißt, je teurer Geld ist, eigentlich umso schlechter für Tech. Diesmal ist alles anders. Ist das ein beständiger Bruch, weil diesmal alles anders ist? I don't believe so. Die Dinge sind manchmal aus der Reihe, aber gehen dann wieder in die Reihe, weil Naturgesetze, weil Logiken eben sehr schwer zu widerlegen sind. Ein paar wenige wetten, dass da doch etwas kommen könnte. Hier sehen wir vor allem einen starken Anstieg jetzt von Wetten, dass der VIX über die Marke von 30 oder 47,5 steigen wird. Gestern haben wir bei 13,74 geschlossen, und wahrscheinlich ist es so insgesamt, dass diese Anhebungen der Zinsen durch die Fed verzögert wirken. Ich hatte das gestern schon mal gezeigt, aber es ist sehr, sehr wichtig. Erst sehen wir eine Straffung der Zinsen, dann reagieren die Banken Stück für Stück danach, dann ist es so, die Leute kommen unter Druck, können aber noch ihre Rechnungen begleichen, und irgendwann geht das nicht mehr, weil der Druck so groß ist, weil die Kosten so hoch sind, dass sie das nicht mehr leisten können. Und jetzt sehen wir, dass die Excess Savings, also das, was die Amerikaners hier bekommen haben durch Stimulus, Stimulus und Stimulus, dass das wohl bis September aufgebraucht sein wird. Und gleichzeitig sehen wir, dass dann eben auch die Student Loans wieder zurückgezahlt werden müssen. Das wurde ja ausgesetzt durch Corona, und das betrifft über 40 Millionen Amerikaner. Das ist keine Petitesse, da geht es um viele Milliarden. Das sind teilweise durchschnittliche Beträge von $1,100. Die da zurückgezahlt werden pro Monat. Das ist also etwa so wie die Miete fast, könnte man sagen. Das wird massive Konsequenzen haben. Schauen wir jetzt nochmal abschließend nach China. Industrial Profits slump on soft demand deflation. Wir sehen die Industrie. Gewinne im Juni minus 12,6% zum Vorjahresmonat und seit Jahresbeginn bis Mai minus 18,8%. Also nach wie vor wirklich extrem schwach, was da aus China kommt. Kommen wir nach Europa. Hier sehen wir, die EZB überlegt wohl eine noch schnellere Reduktion der Bilanzsumme des Bondportfolios. Und dann auch no chance, dass die Inflation bald sehr stark nach unten geht. Man will im Juli die Zinsen anheben und sehr wahrscheinlich auch im September die Zinsen anheben, selbst die Taube Lane, Chefvolkswirt der EZB, sagt. Also das wird eine lange Phase von hohen Zinsen. Gestern ja Lagarde, wir bekämpfen die Inflation, komme was da wolle. Also die EZB ist so hawkisch in eine sich massiv abkühlende Wirtschaft hinein. Heute wichtig, 15:30 Uhr, da wird es eine Panel-Diskussion geben in Sintra bei dieser EZB-Veranstaltung zwischen vor allem Jerome Powell, Christine Lagarde, aber auch Bailey, der Chef der englischen, und Wader, der Chef der japanischen Notenbank, ist dabei. 15:30 Uhr, da sollte man hinschauen. Nvidia, hier nochmal das, was da jetzt passiert. Ausverkauf gestern Abend wegen neuer Chip-Beschränkungen. Ausverkauf vielleicht ein bisschen viel formuliert, aber gut, 3%. Mal schauen, wie es da weitergeht. Das hat Konsequenzen ja auch für andere Chip-Hersteller, belastet den Nasdaq Future. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, unsere glorreiche EZB feuert jetzt massiv gegen Kryptowährungen. Man spricht von einem verlorenen Paradies. Also poetisch sind die Herrschaften bei der EZB. Das kann man ihnen nicht absprechen, diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.